Wie verhindert jetzt die Registrierkassensicherheitsverordnung die Manipulation? Ja, dafür gibt es eben am Beleg eine Signatur, diesen ominösen QR-Code. Dieser enthält im Wesentlichen die Belegmerkmale, die auch angedruckt sind. Also Kassenidentifikationsnummer, fortlaufende Nummer des Baramsatzes, Datum und Uhrzeit der Belegausstellung, der Betrag der Barzahlung getrennt nach Steuersätzen. Zusätzlich noch einen Umsatzzähler, einen verschlüsselten Umsatzzähler, die Seriennummer des Signaturzertifikates und den Signaturwert des vorhergehenden Bons. Es findet also eine Verkettung statt mit den einzelnen Bons. Diese Daten sind als QR-Code am Bon anzudrucken und wichtig ist in signierter Form. Dafür gibt es ein Kartenlesegerät. Da ist eine Karte drin enthalten, Ihre Signaturkarte. Und mit dieser Karte und dem Lesegerät müssen Sie diesen Beleg signieren. Das macht die Kasse für Sie automatisch. Wichtig ist nur, Sie müssen sich eine derartige Karte anschaffen. Die erhalten Sie in Österreich im Wesentlichen bei den beiden Anbietern Global Trust oder A-Trust und werden Sie wahrscheinlich direkt über den Kassenhändler bestellen können.